RB 31 Großenhain Coswig um 7:10 Uhr. Fahren Sie diesen RB 31 von Großenhain nach Coswig, Baureihe 442, Teilen 2 Deutsche Bahn, 119,9 Tonnen, 3 Wagen und 54,2 Meter lang. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Train SimWorld 3, der Danny spielt das, meine Güte. Man kommt durcheinander. Ich würde sagen, wir beginnen hier einfach und rüsten hier mal so weit unseren Zug auf. Als erstes müssen wir natürlich mal den Generalschlüssel auf einstellen, den Richtungswender auf vorwärts, die Türen entriegeln, die Zuglichter auf ein, Führerstandsbeleuchtung auf ein, den machen wir mal auf Fernlicht, das machen wir mal auf Dunkel. So, dann müssen wir, was ist das denn so am, müssen wir mal kurz aufstehen, die Zugsicherungssysteme einschalten. Ja, der Zug ist gut gefüllt, wie ihr seht. Also ist ordentlich was los um diese frühe Uhrzeit, 7 Uhr. DIFA, BZB, so. Dann setzen wir uns mal wieder auf den Hintern. Sind eigentlich soweit abfahrbereit, glaube ich. Ja. Sind abfahrbereit. Da seht ihr es. RB31. Machen wir noch schnell ein schickes Foto von. So. Dann wollen wir die Türen verschließen. Dann haben wir auch schon Ausfahrt. Ziel erfüllt. Erste Station Priesterwitz. Auf geht's. So, hier müssen wir natürlich quittieren. So. Tiefer. Langsamer werden hier. Bin ich gleich schon rot. 3,9 Kilometer. Mal ein bisschen aufschalten hier. So, sieht man mal ein bisschen mehr. Wunderbar, wunderbar. Fahren wir am frühen Morgen den Pendlerzug. RB31. In den Sonnenaufgang, traumhaft. Kann
hier schon mal ein bisschen hinarbeiten, sag ich mal. So. Ein bisschen dagegenhalten. Das geht hier doch bergauf. So, da haben wir rot. Das heißt, ein bisschen langsamer. Abgelehnt. Gut, das heißt, dann halten wir da mal an. Warum auch immer. So, dann schauen wir mal, was passiert. Wunderschönes Bild. Der Sonnenaufgang. Dazu diese wunderschöne Hamsterbacke. 442, 627. Ich muss zugeben, ich habe wirklich wenige Szenarien mit der Hamsterbacke. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich aber mal eins. Und ihr seht, der Zug ist gut gefüllt um diese Uhrzeit. Also alles wahrscheinlich Berufspendler auf dem Weg zur Arbeit. Und ja, jetzt stehen wir hier an dem roten Signal. Und die Herrschaften haben alle so ein bisschen Schiss, dass sie zu spät zur Arbeit kommen. Aber safety first. Rotes Signal ist nun mal ein rotes Signal. Wir sind schon wieder viel zu spät. Warum? Also, es wird auch wieder. Ist das wieder so ein Bug oder? Ein bisschen vorfahren. Ah, siehst du? Kaum mecker ich, funktioniert's. Aber es ist trotzdem. Viel zu spät. Das kann doch nicht richtig sein, dass wir jetzt hier zu spät kommen wegen dem roten Signal, oder? Ist doch eigentlich nicht richtig. So, bleiben Sie unter 26. Bleiben Sie unter 24. Scheiße, ich wollte doch gerade. Mann! Ich hab's doch gesagt und zack ist er drüber, ey. Wegen einem kmh, verdammt. Ach. Wie schnell ist man da, ne? Wie schnell ist man bei 24, 25, ruckzuck? So, jetzt aber. Meine Güte. Ich wollte gerade den Leistungshebel zurücknehmen. Zack, war ich schon bei 25. Was ist denn jetzt schon wieder los? Da vorne ist das Ziel. 2 Minuten zu spät. Aufgrund des roten Signals. Anders kann es ja gar nicht sein.
Also ich tippe mal, dass wir das wohl geschafft hätten, wenn wir nicht an dem roten Signal hätten stehen müssen. Gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Aber wie das halt so ist, ne, im Zug, im Bahnverkehr, irgendwie alles anders. Da stehen sie nämlich alle schon und warten. So. Steigt mal ein und aus. Tut mir leid wegen der Verspätung, aber wir hatten ein rotes Signal. Da bin ich leider machtlos. So, und irgendwo wird ja auch noch gebaut, wie man es hört. Irgendwo da hinten, glaube ich. So, stehen wir da eigentlich dran? Niederau, RE15, RB31, ja, 7:07. War ein bisschen zu spät. Naja, dann ist dem halt so, ne? Ich habe ja noch die falschen Türen zugemacht. Das ist doch nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach. So, auf geht's. Nächste Station, Niederau. Sind natürlich jetzt wieder vollkommen hinter der Zeit. Soll um 14 in Niederau sein, fast 15. Ob das alles so hinhaut, ist die nächste Frage. Weil wir ja doch einiges an Zeit verloren haben. Einmal an dem roten Signal und einmal wegen meiner umstrittenen Zwangse, wegen 1 km/h, aber ja. 1 km/h, 1 km/h drüber ist 1 km/h drüber, dann ist das halt so. Kann man nichts machen. So, vielleicht dürfen wir dann 120. Da hinten seht ihr es, die Sonne geht langsam auf. Wunderschön. Traumhaft. Ich liebe es. So, mal aufschalten. Fürs Erste. So, sie So, haben wir das auch erledigt. Hier wächst schon grün auf dem Gleis. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass die Strecke nicht oft befahren wird. Was ich mir wiederum nicht vorstellen kann, weil ich denke mal, das ist eine sehr oft genutzte Strecke hier. Gerade diese Pendlerstrecken, die müssen noch tagtäglich mehrfach benutzt werden. Daher kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen, dass der Grün drauf wächst. Aber nun denn, ihr habt es gesehen, dass das gerade phasenweise so war. So, wir sind schon wieder voll über der Zeit. Haben noch 5 km zu fahren und sind schon bei 7:14 Uhr.
Das wird wieder ordentlich zu spät kommen. Aber ja, Regionalexpress, ne? Kann man nichts zu sagen. Es ist halt einfach so. Also die Zeiten hauen voll und vorne und hinten nicht hin, irgendwie. So, jetzt sollten wir da sein. Und sind noch weit davon entfernt. 4 Kilometer noch. Wahnsinn. Also, das wird eine Verspätung, die ordentlich reinhaut. Da bin ich mal gespannt, ob wir am Ende Gold bekommen. Wirklich. Weil das wird ordentlich die Verspätung. Es gibt mit Sicherheit 5 Minuten Verspätung. Mit Sicherheit. Auch gleich langsamer hell werden. So gegen 7:30 würde ich sagen, wird es da langsam hell auf der Strecke. Oder überhaupt hier. So, im Moment ist ja so ungefähr so Phase, dass wir 7:30 so langsam, 7:30 kurz nach 7:30, ja, müssen es dann etwas von an Tageslicht schon haben. Und, deswegen gehe ich mal davon aus, dass das dann gleich der Fall sein wird. So, da kommt der. Ah, Gegenzug bzw. Regionalexpress, wunderschön. 2 Dostos hinten dran. Der ist ein bisschen schnell gerade. Das ist sehr ungünstig. Lass mal das mal so. So, 2 Minuten Verspätung haben wir gleich schon. Ah, vielleicht kommen wir mit 3 oder 4 Minuten aus, aber es haut auf jeden Fall ordentlich rein, so viel steht fest. So, bremsen wir schon mal ein bisschen an hier. So, dann kommen wir halt 3 Minuten zu spät oder 2 Minuten. 3 Minuten. In Nidderau auf Gleis 1. Bin gespannt, ob wir dann gleich da auf der Tafel mit Verspätung angegeben werden. Drei Minuten Verspätung, das ist, wenn man schon Pendler hier, schon ganz schön viel. So, schauen wir mal. Bin ich jetzt echt gespannt. Da ist hier keine Tafel. Kein Zugzielanzeiger. Es scheint es hier nicht zu geben, oder? Schade eigentlich. Hätte mich jetzt interessiert, ob wir damit Verspätung angegeben werden. Aber scheint hier nicht der Fall zu sein. Ich sehe auf jeden Fall keinen. Also an so einem kleinen Bahnhof hier ist das dann wohl nicht, angegeben. Und ja, dann ist das so, ne? Dann ist das so. Hier wird gepfiffen, obwohl der Zug Verspätung hat. Naja. So, wollen wir mal wieder bremsen lösen. Auf geht's. Nächste Station, Weinböhler. Um 7.18 Uhr. Aber nicht mit diesem Zug.
Aha, wir sind da gleich. Dann brauche ich ja gar nicht weiter groß aufschalten. Blödsinn. Bleiben wir mal hier. Gleich eh wieder anhalten. So, Weinböhler, Gleis 1, 7.20 Uhr statt 7.18 Uhr. Diesmal sind es nur 2 Minuten Verspätung. Da wären wir. Glück hätte den Tempomat nicht erhöhen. Ah, ist egal. Komm, lass was einfach. Für Riegeln. Nächste Station sind wir schon in Coswig. Dann fahren wir mal los. Sind wir vielleicht einigermaßen noch irgendwie die Chance haben auf Gold. So, Befreiung nicht möglich. 45. Nehmen wir das einfach mal so hin. Rein uns bzw. quittieren hier. Bringt aber auch nicht viel. Dann sehen wir zu, dass wir unter 45 bleiben. So. Siefer natürlich. Ein bisschen in die Bremse. Jetzt sind wir wieder mal bergab hier. So, jetzt aber. Bereit, dann gib ihm. Gelb. So, dann wir auch gleich 100 haben. Bleiben wir einfach mal da in der Nähe, weil hat jetzt sowieso nicht mehr viel auf dem Nacken, jetzt noch hier großartig bis zum Ende zu beschleunigen und dann wieder auf 100 runter zu bremsen. Das hat nicht viel Sinn, würde ich sagen. Noch an zu regnen, ich glaube, ich spinne. Ah, ich das liebe. Ah, wo sind denn jetzt hier die Scheibenwischer? Ich muss jetzt erstmal quittieren. Wo sind denn jetzt hier die Scheibenwischer? Er legt mich doch am Arsch, ja. So, haben wir das auch erledigt. Thank you.
So, ist erstmal wieder hier sich konzentrieren. Mein Gott, alles auf einmal. So, 60 haben wir jetzt gleich. Freien können wir uns nicht. Stehen also unter 1000 Hertz Bewachung. Wir überwachen. Oder beeinflussen, wie auch immer. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall quittieren müssen. Und dann werden wir wahrscheinlich gleich eh aufs. Gehen wir schon mal ein bisschen runter hier. Und gleich nämlich mit Sicherheit 500 Hertz Magnet kommt, wenn wir da zu schnell sind. Kriegen wir nämlich eine geklatscht. Mal auf 40 runter. Kommt mit Sicherheit gleich ein 500 Hertz Magnet. Da wette ich. Das ist meistens so vor roten Signalen, dass es kurz davor kommt. Spielt jetzt auch keine Rolle mehr, ob wir jetzt noch irgendwie zu spät kommen. Zu spät kommen wir sowieso, von daher, ja, machen wir das jetzt einfach mal so. Da ist das 500 Hertz Magnet. Gut, es hätte jetzt 60 gereicht, aber naja, ich traue dem Braten manchmal nicht so wirklich. So, da wären wir in Coswig. So. Geht das relativ fix. Da bin ich mal gespannt, was wir an Auswertung bekommen. Weil pünktlich sind wir nicht wirklich. Wir haben eine Zwanze kassiert. Ja, von daher bin ich da auf alles gefasst. So, dann schauen wir mal. Ja, das verkraft ich noch Gold. Wer sagt's denn? Das ist doch schön, dass sich das trotzdem auszahlt. Ihr seht's, ne? 7:07, 7:09, 7:14, 7:17, 7:18, 7:20, 7:22, 7:26. So, dann gehen wir mal. Können wir hier noch irgendwie. Gehen wir mal zum freien Spiel zurück. Nämlich was vor. Wobei, können wir die Kiste noch abrüsten? Nee. Moment mal. Wann fährt der hier überhaupt ab? Wann fährt der ab? Vielleicht können wir da ja noch mitfahren. Acht Uhr zweiundzwanzig erst. RB31. Doch jetzt. Ja. Na gut, dann machen wir bei dem Herrn da wieder mal die Tür zu. Da kommt der Gegenzug. Der fährt jetzt nach. Der fährt ab. Ja, toll. Wisst ihr was? Da machen wir mal Folgendes. Machen wir mal hier. Mal, wo der hinfährt. Das ist ja eigentlich auch eine Anzeige gegeben. Auf dem drauf steht, der fährt nach. Groß nein, der fährt natürlich zurück. Kommen wir gerade her. Nochmal hier runter. Mein Gott. Jetzt los. Was ist das für ein Gepiepe auf einmal? Was ist denn das jetzt? Ich hab nichts gemacht. Was ist denn das für ein Gepiepe, um Gottes Willen? Hört ihr, das ist ja traurig. Was ist das? Ist weg, Gott sei Dank. Keine Ahnung, was das war. Könnt hier eventuell noch ein paar Bahnhofskarten und so weiter für den Streckenpläne vielleicht
Da siehst du. Da haben wir schon mal einen hingehangen. Sehr, sehr schön. Gehen wir mal weiter. Gucken wir mal hier. Meißen, Tripristal, S1 im 37. Da kommt schon. Ist da was, Leute? Da fahren wir mit dem einfach mal mit als Passagier. Was haltet ihr davon? Das machen wir, oder? Einfach mal als Passagier mitfahren. Das ist doch auch mal eine schöne Sache. So. Machen die Tür wieder zu. Kalt. Na, geht doch. Ja, ich habe zweimal gedrückt. Okay. Jetzt aber, oder? Lernen wir jetzt zu. Gehen wir jetzt nach oben. Ich sitze mich am liebsten immer oben. Und setze uns hier mal den Sitz. Dann warten wir einfach mal. Fahren wir einfach mal mit nach Tripristal, wie auch immer. Der überhaupt abfährt jetzt. Ist natürlich jetzt die Frage. Ja, wir setzen uns in Bewegung. Das ist doch sehr schön. Dann schauen wir mal, wo es hingeht. Wie weit wir mitfahren können, ob wir nicht wieder unterwegs aus dem Zug geschmissen werden, ihr kennt das. Oder ob wir jetzt wirklich als Passagier mit nach Meißen-Tripristal fahren können. Was ein schwerer Name. Ich liebe es, mit Dostus zu fahren. Wunderschön. Die sind so schön ruhig. Und oben ist es einfach, den Überblick, den man oben hat, der ist einfach traumhaft. Also wenn ich RE fahre, dann auf jeden Fall Dostus und oben. Also das ist auf jeden Fall mein Favorit. Also Fernverkehr fahre ich am liebsten ICE3 und Regionalverkehr am liebsten Dostus ganz oben. Also das ist so, womit ich am liebsten fahre. Ja, wie ist es denn bei euch, wenn ihr so Zug fahrt? Womit fahrt ihr am liebsten, wenn ihr RE fahrt? Und womit fahrt ihr am liebsten, wenn ihr Fernverkehr fahrt? Entschuldigung, schaut euch das mal an. Man kann hier, wenn man als Passagier mitfährt, man hat für ganz andere Dinge einen Blick. Man braucht sich nicht auf die das Zugfahren an sich konzentrieren, sondern hat wirklich Zeit mal so für die Sehenswürdigkeiten, die so entlang der Strecke führen. Und ich finde das sehr schön. Muss ich wirklich sagen, vor allem wenn so die Sonne aufgeht, es regnet, die Tropfen laufen hier so langsam runter und ist einfach wunderschön. Seht ihr das, wie es langsam hell wird? Die Sonne geht auf, da hinten der Kran, schön beleuchtet, ach, traumhaft. Es ist wirklich wunderschön, muss ich wirklich sagen. Andere Seite, na gut, da sieht man jetzt nicht ganz so viel, aber hier hat man doch einen schönen Überblick. Bin wirklich gespannt, wie weit wir jetzt fahren. Ob wir jetzt wirklich bis zur nächsten Station fahren oder ob wir wirklich bis Meißen fahren oder ob wir unterwegs rausgeschmissen werden und oder. Also ich bin da wirklich jetzt voll neugierig, was da jetzt passiert. Schaut euch das Panorama da hinten mal an. Das ist doch einfach nur schön. Oh, schade nur, dass der keine Anzeige hat da hinten. Also, es wäre schön, wenn hier noch die Anzeige wäre, Wagennummer, beziehungsweise RE müsste dann RE stehen. Hier wäre dann das Ziel des Zuges eingetragen. Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Und hier wäre das wäre dann auch eingeschaltet und ja, das ist schade, dass das nicht gegeben ist, aber so ist das halt. Man kann anscheinend nicht alles haben. So, wo sind wir denn jetzt hier? Wir werden auf einmal so langsam. Schon wieder auf irgendeinem Bahnhof? Tatsache, wo sind wir denn? Können wir das jetzt hier irgendwie sehen?
Schade eigentlich. Gehen wir mal nach unten. Vielleicht sehe ich da was. Nee. Nee. Aber hier mal. Ich will jetzt auch nicht rausgehen. Ich sehe leider nichts, wo ich gerade bin. Es ist einfach alles zu tief hier. Ich kann es nicht sehen. Ich kann es wirklich nicht sehen. Naja, egal. Fahren wir einfach mal weiter. Schauen wir mal, wohin uns die Reise führt. Also egal, was ich mache, ich kann es wirklich nicht sehen. Was ist denn hier? Kann man da auch rein? Ne? Das ist für den Zugbegleiter, ne? Zugchef, oder? Ja, das ist für den Zugchef, dies Kapuff. Ist aber ganz schön klein. Also der hat ja, der kann ja gerade drin sitzen, der kann ja nicht mal die Beine strecken. Das ist aber wirklich... Nee, also da möchte ich kein Zugchef sein oder Zugbegleiter. Das ist ja... Schaut euch das an, das ist doch... das ist ja ärmlich. Der eine Klappstuhl da und dann... Der hat ja nichts. Der hat ein Fenster, hat einen Klappstuhl mehr, nicht, hat er nicht. Ist ganz schön eng hier, oder? Boah, naja. Wo sind wir hier? Könnt ihr mir das sagen? Da, ich kann es nicht sehen. Ich sehe es nicht. In Neu-Sörnewitz. Aha. In Neu-Sörnewitz. Hab noch nie gehört. Nun denn. Warten wir mal bis darauf, bis wir wieder abfahren. Aus Neu-Sörnewitz. Mein Gott, ist das am Schiffen. Setzen wir uns diesmal hier an dieser Seite. Mein Gott, haben wir ja lange Aufenthalt. Kommt schon, weiter geht's. Wir haben alle zeitig wir haben Termine, wir können ja nicht so lange stehen, Leute. Kommt schon. Ja, ich weiß. Ah, geht doch. Auf geht's. Nächste Station. Keine Ahnung. Da wartet noch ein Bus auf seinen Einsatz. Das ist der Gegenzug. Mir fällt gerade was ein. Steuerwagen. Auch mal eine schöne Perspektive, oder? Dann gehen wir mal hinten zur Lok. Schauen wir uns das mal an. Das möchte ich auch mal sehen. Das möchte ich auch mal sehen. Wenn die Tür öffnen kann, glaube ich auch nicht unbedingt real, oder? Da schiebt uns die 146 25 2 56-5. Wunderbar. Wunderschön.
Das ist doch auch mal schön, oder? Die billigen Plätze, wenn der Zug voll ist. Hahaha, mega geil. Liebe es, durch den Zug zu laufen, wenn man fährt. Ich liebe es einfach. Mittlerweile hat es, glaube ich, aufgehört zu regnen, oder? Gespannt, wo wir jetzt anhalten werden. Es ist wirklich entspannt, mal als Passagier mitzufahren, weil man hat eigentlich einfach diese Hektik nicht. Guten Morgen, junge Frau. Man kann einfach entspannt sein, sich die Gegend angucken, durch den Zug laufen. Und es ist wirklich mal was anderes, als immer nur selber in den Zug zu fahren. Finde ich da sowas mal richtig, richtig schön. Seht ihr hinten die Sonne immer weiter auf. Traumhaft. Wunderschön. So langsam wird's Tag. So, da sind wir wieder am Bahnhof. Nehme ich mal an, wir werden schon wieder so langsam. Wo wir jetzt ankommen. Das Ziel des Zuges ist ja Meißen-Triebrichstal. Da habe ich sogar ohne Probleme ausgesprochen. Wahnsinn. Ich bin gespannt, wo wir jetzt sind. So, die Lok, ihr hört sie. Die wird langsamer. Ist auch das Schöne, dass man die Lok jetzt hören kann. So, wo sind wir denn jetzt hier? In Meißen. Wir haben unseren Endbahnhof erreicht. Na, wie schön. Da können wir ja eigentlich auch aussteigen. Ach, wir sind sogar mit so einem. Ach, schaut euch das mal an. Wie geil ist das denn? So, das fährt natürlich noch weiter, aber ich bin jetzt hier den meisten ausgestiegen. Wunderschön, wunderschön. So, haben wir noch ein bisschen gespottet hier. Dann schauen wir mal, was hier gleich einfährt. Ansonsten würde ich das Szenario hier an dieser Stelle, beziehungsweise das Video, das Szenario ist ja schon längst beendet, beenden. Fährt gleich die S1 ein nach Schönau um 8:09 Uhr. So lange möchte ich jetzt nicht mehr warten. Von daher sage ich jetzt, mache ich hier an dieser Stelle einfach mal Schluss. Die S1 ist gerade abgefahren. Wir sind jetzt hier in Meißen, Altstadt, ne, Meißen. Der fährt jetzt noch nach Meißen-Albstadt, Meißen-Triebrichstal. Ja, es war mal schön, als Passagier mitzufahren. Es war ein schönes Szenario, es war ein hoffentlich schönes Video. Hier ist einiges los. Ich werde mich jetzt hier mal irgendwo vielleicht hinsetzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer, der Danny spielt das. Ich sag Tschüss aus Meißen und ja. Bis zum nächsten Mal. Euer, der Danny spielt das. Macht's gut. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss. Bis dahin. Haut rein. Bye, bye.